So, Leute, willkommen zurück. Jetzt habe ich gerade den Livestream angekündigt und jetzt machen wir dann gleich weiter. Nächstes Duell ist gegen den FC Vaduz und wenn wir uns jetzt eigentlich anschauen, die Tabelle sieht ja gar nicht so schlecht aus. 5 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Mir ist beim letzten Spiel was aufgefallen und zwar habe ich mir gerade vorher, das mache ich meistens so, bevor ich wieder in eine neue Aufnahmesession starte, schaue ich mir den letzten Part an, zumindest ein paar Minuten und ich habe mir das Spiel gegen die Grasshoppers angesehen und mir ist dabei eines aufgefallen. Und das ist echt ein Problem in unserer Formation, wie ich finde. Wenn man sich die Durchschnittsposition anschaut, gehen wir mal auf insgesamt von mir aus, dann sieht man, boah, also jetzt mal nur bei uns, dann sieht man eigentlich hier, dass wir sehr offensiv sind mit den Außenspielern, was natürlich auch gut ist. Das Problem ist, wenn der Gegner sehr offensiv ist, dann haben wir hier diese Lücken. Und durch diese Lücken kriegen wir sehr oft Tore. Das heißt, der Gegner kann früh flanken, der Gegner hat aber auch oft dann hier Überzahl. Das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, was mich in dieser Formation stört. Und da ist die Frage. Aber das Problem ist, wir haben dafür nicht genug Spieler. Ob wir nicht hier die Jungs nach außen ziehen sollen, dann haben wir hier in der Mitte wieder Lücken. Das ist eigentlich. Die perfekte Formation finden ist wahnsinnig schwierig, aber mich stört es wirklich, dass der Gegner hier Raum hat zu agieren. Das heißt, wenn er einen offensiven Außenverteidiger hat, dann sind wir eigentlich über die Flügel immer anfällig. Das hat man auch gegen die Grasshoppers gesehen. Da haben wir halt Glück gehabt, dass nichts reingegangen ist. Aber es ist wirklich so, dass mich das wahnsinnig stört. Das heißt, in Zukunft wäre es auf jeden Fall angedacht, dass wir hier ein bisschen weiter zurückgehen von den Flügeln her. Und dann ist halt die Frage, weil dann brauchen wir fast einen von den beiden ganz vorne noch. Also wir sind sonst ist der Abstand zum Stürmer etwas zu groß. Das heißt, wir haben jetzt noch einige Spiele bis zur Winterpause und ich will jetzt nicht großartig umbauen. Wir haben hier, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Partien noch. Okay. Wie gesagt, zu viel möchte ich nicht umbauen. Ich möchte euch die Chance geben, dass ihr jetzt einfach mal sagt, welche Formation ich spielen kann. Mit 2 Stürmern wäre auf jeden Fall nicht unwichtig, glaube ich mal. Und ja, die Flügel, die Situation, die Problematik habe ich euch eigentlich eh schon gesagt, vor allem wenn die auch alle auf Angreifen sind, werden wir sehen, wie wir das in den Griff bekommen. Es sind jetzt dann ein paar Leute auch zurück, aber ich werde jetzt mal noch warten, bis wir direkt vor dem Spiel gegen FC Vaduz sind, bis ich da die Aufstellung dann mache. Und ja, wie gesagt, ihr könnt da auf jeden Fall jetzt mal eure Vorschläge bringen. Ich bin da schon neugierig. Also, ja, ich möchte echt irgendwie hinbekommen, dass wir über die Flügel nicht ganz so anfällig sind. Das Problem ist dann natürlich, dass das auf Kosten von der Verteidigung gehen kann. Im Zentrum vor allem. Das heißt, wenn man sich jetzt hier eigentlich die anderen Varianten anschaut. Dann, ich lösche die mal. Eine Variante, die ich mir ganz gut vorstellen könnte, wäre auf jeden Fall 5, ja, eine Art 5-2-3-1, aber hier mit offensiverer Variante. Das heißt, wir haben die Flügelspieler, die die ganze Seite beackern. Wir haben hier trotzdem ein kompaktes Zentrum. Die Flügel sind weiter hinten. Und dann haben wir hier eigentlich ja, ein Bindeglied zwischen Mittelfeld und der. Ja, und da Abwehr, so ungefähr. Zwischen Mittelfeld und Sturm, so meine ich, sorry. Was da natürlich wichtig wäre, ist ein vertikaler Spielmacher, der den Ball versucht nach vorn zu bringen. Das heißt, Jan Jatovic zum Beispiel als so einer. Die beiden nur auf unterstützen, weil sonst haben wir hier einfach Probleme. Und hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also vorgeschobener Spielmacher wäre eine Möglichkeit. Ich gehe aber einfach mal auf offensiver Spielmacher, weil da haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, das Ganze einzustudieren. Wenn man in der Formation ist, dann können wir davon ausgehen, ja, 5er Mittelfeld. Könnte schon sein, dass wir mehr Ballbesitz haben als der Gegner. Da müssen wir auf jeden Fall Flügelspieler auswählen bei beiden. Und dann könnte ich mir das schon gar nicht so schlecht vorstellen. Ich meine, natürlich, die Spieler müsste ich jetzt noch austauschen. Also Fedele im ZOM zum Beispiel bringt natürlich nichts, aber wir könnten es uns überlegen und einen studieren. Ich würde da jetzt mal alles so lassen, wie es ist. Ich würde sagen, wir fangen mit kurzen Pässen an. Viel mehr. Pff, ich bin mir gar nicht sicher, was ich sonst noch so machen soll. Bei der Formation.
Ich würde die einfach mal so spielen lassen, wie es hier drinnen ist, und dann schauen, wie sich's entwickelt. Aber wir bleiben jetzt mal bei der Formation. Das wäre meine Idee. Über die Spielerrollen und so weiter können wir dann natürlich noch reden. Also vielleicht Flügelverteidiger, dass die auch Tempo machen. Dann wäre Hinterlaufen vielleicht nicht so schlecht. Und ja. Ball halten? Keine Ahnung. Ich tue es mal weg. Den Rest überlasse ich euch. Also da bin ich schon mal neugierig auf eure Vorschläge. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne ein paar Kommentare abgeben, welche Formation und mit welchen Spielern natürlich. Da würde ich mir auch wesentlich leichter tun gleich. Und dann wollen wir mal sehen, was da so rauskommt. So, gegen den FC Vaduz wird interessant. Fünfter gegen den Vierten. Das heißt wieder mal ein direktes Duell, das es zu gewinnen gilt. Wichtig wäre es auf jeden Fall. Pressekonferenz, das letzte Spiel gab uns Selbstvertrauen. Jan Jatovic. So, also Vaduz hat anscheinend die letzten drei Spiele verloren. Wenn ich es jetzt auf die Schnelle richtig gelesen habe. Und ja, ich hoffe, dass das natürlich gegen uns weitergeht. Danach haben wir den FC Basel, habe ich gerade gesehen. Und jetzt schauen wir mal. Also Martin Angar haben wir wieder, Bubnić und Malacic. Das heißt, wir haben unsere Standard-Innenverteidigung wieder. Das ist sehr angenehm, auch wenn die Jungs immer wieder fehleranfällig waren. Den Mario Mucci werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Taffer hat im letzten Spiel getroffen. Werde ich jetzt von Beginn an mal spielen lassen. Vielleicht ist sein Knoten aufgegangen. Das habe ich eh im letzten Spiel schon erwähnt. Cool wäre das auf jeden Fall. Ich tue Babic runter. Dann haben wir Innenverteidigung, Flügel, defensives Mittelfeld und zentrales Mittelfeld. Jemanden, ja, und genug Leute für die Offensive. Kukku werde ich aber noch mitnehmen. Da lasse ich lieber Aratore daheim. Dann haben wir noch jemanden starken fürs Zentrum, der auch Innenverteidigung spielen kann. Jo, statt dem Feder lasse ich den Kuku ran. Dann sieht das hier jetzt eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Bin schon wirklich neugierig. Zweite Taktik einstudieren ist sicher nicht blöd. Das kam ja schon öfter als Vorschlag. Und ob es die jetzt wirklich wird, werden wir sehen. Macht weiter so wie beim letzten Mal. Schauen wir mal, ob sie es wirklich machen. Und wir haben jetzt auf jeden Fall schon die zweite Variante im. Aber ja, Entschuldigung. Jetzt unterbreche ich mal kurz. Ihr seht hier, wie offensiv der ist. Das heißt, hier dieser Raum ist extrem gefährlich für uns. Vielleicht gibt es solche Szenen, dann werde ich nochmal anhalten und genauer darauf eingehen. Hier, ja, sie helfen schon mit am Flügel. Werden wir sehen. Also sie drücken uns von Anfang an rein. Ist okay, gehen wir damit um, gehen wir von der Kontrolle weg. So, Zentrum ganz dicht, da können sie es nur mit der Distanz versuchen. Und jetzt haben wir das Loch über den Flügel. Tagamaza ist da zwar auch sehr weit hinten, aber das passiert vor allem, wenn sie uns wirklich reindrücken, dass der auch mit nach hinten geht. Also grundsätzlich ist das nicht standardmäßig der Fall. Also man sieht zum Beispiel an Sally jetzt links Mitte, wie offensiv er sich wirklich hier orientiert. Und schauen wir mal. Also sie spielen uns jetzt schon wieder an die Wand. Drei Schüsse, 60, 61% Ballbesitz. Wenn es so weitergeht, werde ich in der zweiten Halbzeit einfach mal umstellen von der Formation her. Katzen schlafen zum Glück. So, jetzt sind wir vom Ballbesitz her ausgeglichen. Aber nach vorne gelingt uns trotzdem rein gar nichts. Jetzt ist am Flügel die Lücke. Ball kommt über die Flanke und ist drin. Ja. Ich finde, das hat jetzt ganz gut gepasst als Beispiel. Ihr seht das hier.
Ich weiß nicht, warum Tagamatze hier attackiert, weil eigentlich sind hier vier Leute in der Nähe. Angar braucht eigentlich auch hier nicht attackieren. Ich weiß nicht, ob das vielleicht am Pressing liegt. Aber wir haben das Pressing sogar aus. Ja, keine Ahnung. Tagamatze, Taffair. Boah, der war nicht schlecht. Oberkante der Latte. Aber ihr merkt schon, ich bin mit der Taktik auf jeden Fall sehr unzufrieden im Moment. Habe auch schon überlegt, ob wir ein klassisches 4-4-2 spielen sollen. Spieler dafür hätten wir theoretisch auch. Das sieht man eigentlich. Taffair trifft wieder. Zum Glück aufgestellt. Vorlage von Facchinetti. Aber man hat jetzt wieder ganz gut gesehen, was mich auch ein bisschen stört an der Formation. Dass das zentrale Mittelfeld sehr wenig aufrückt. Kann man natürlich mit den Rollen regeln, ganz klar. Ein bisschen mehr Unterstützung wäre hier auf jeden Fall nicht schlecht. So, Facchinetti mit Gelb. Da könnte man Mario Mutsch bringen, theoretisch. Wir kriegen die Flanken nicht unter Kontrolle, mal wieder. Malacic heute auch relativ schwach mit 6,6. Sully mal wieder mit der Chance. Aber nicht wirklich zwingend. Vor 2 Wochen habe ich das letzte Mal aufgenommen und ich hatte das gleiche T-Shirt an, merke ich gerade. Also, ich habe mehr T-Shirts. Möchte ich nur anmerken. Und ich habe sie in der Zwischenzeit auch schon gewaschen. Facchinetti auf der Fair. Missglückter Rückpass, Giannis Taffair macht's wieder. Platz 3. Glückliches Händchen. Ich habe noch gesagt, vielleicht ist bei Taffair der Knoten aufgegangen. Jetzt macht er ernsthaft das zweite. Das konnte ich natürlich nicht planen. Aber freut mich extrem. Würde ich jetzt auch mehr zeigen, aber wenn ich nicht so angespannt wäre. Okay. Noch seid ihr auf der Siegerstraße, aber das Blatt kann sich schnell wenden. Lasst das nicht zu, habe ich gesagt. Und ich werde jetzt wechseln. Ich weiß noch nicht, ob ich Kreuchi bringen soll. Oder ob ich doch die erfahrenere Variante mache mit Fedele. Ich glaube, ich mache die erfahrenere Variante. Fedele rein. Kemba Walker geht ins defensive Mittelfeld. Und. Oh, das wollte ich gar nicht. So. Kuku geht nach hinten statt Malacic. Der ist nämlich, was ich wieder mal übersehen habe, nicht ganz fit. Und ja, das passt ganz gut. Und bei Fedele gehe ich jetzt mal auf Box zu Box. In der Hoffnung, dass der ein bisschen mehr nach vorne tut. Wir können es mal probieren. Ich glaube, am Anfang hatten wir Kemba Walker auf Box to Box. Und da war er auch immer wieder torgefährlich. Schauen wir mal. Bei mir kommt aus dem Zentrum definitiv zu wenig. Jetzt ist er schon relativ weit drinnen. Aber beobachten wir es einfach mal. Tagamatze erklärt und Taffair bekommt den Ball. Schauen wir mal, ob wir den Konter fahren können. Fedele kriegt Unterstützung, macht's aber alleine. Der war knapp. Trotzdem ärgert mich, dass er versucht hat. Aber
Schlecht gemacht hat er es trotzdem nicht. Nächste gelbe Kamowaka. Okay, jetzt müssen wir wirklich schon aufpassen. So, Konzentration. Facchinetti mit dem Einwurf. Verliert den Ball, hat ihn aber wieder. Sully zieht nach innen. Wieder nicht schlecht. Machen wir das mal. Schirinzi schlägt sehr starke Flanken, sagt unser Co-Trainer. Jetzt werden wir den eng decken, schauen wir mal. Ich überlege noch, ob ich Alexic bringe. Müsste ich aber fast links bringen. Sully war sehr unauffällig. Tagamaza ist unser bester Vorlagengeber. Deswegen könnte ich den eigentlich auch nicht rausnehmen. Oh, da fährt fast mit dem Hattrick. Kein Lupenreiner, aber das wäre mir egal gewesen. Janjatovic bekommt ihn nochmal. Also jetzt wackeln sie ordentlich. Gefällt mir vom Spiel her wesentlich besser. Ich würde gerne nachlegen. Ein dritter Treffer würde mich auf jeden Fall ein bisschen beruhigen und es gibt den Elfer. Ist das da fair? Ja. Boah. Hattrick Jan ist da fair. Was ist das für ein Spieler? Grandios. Ich glaube, jetzt kann ich den dann auch runternehmen und dem einfach den Applaus lassen. Und ich bringe dann noch Kräuchi für Kamawaka. Das heißt, für Kräuchi wieder ein bisschen Einsatzzeit. Kamawaka will ich einfach kein Gelb-Rote kassieren. Und ich hoffe, dass das nicht zu früh war. Donis Afdiay? Ernsthaft? Nee. Albion Afdiay. Okay. Kenne ich nicht. Weiß nicht, ob die verwandt sind. Facchinetti, da fährt fast mit dem 4-1. Der kriegt bald seinen Applaus. Also ich glaube, Box zu Box ist keine schlechte Idee. Angard sieht da stark nach innen. Da fährt macht's vierte. Was ist mit ihm los? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann ihn gar nicht rausnehmen, vielleicht macht er noch zwei oder drei. Wenn man bedenkt, wie schlecht dieses Spiel angefangen hat und wie die Jungs jetzt spielen. Was sagt ihr dazu? Ich bin mal begeistert. So, ich nehme ihn jetzt raus, Alexic rein. Alexic ist vom Stürmertyp her, glaube ich, relativ ähnlich. Und ich nehme mal an, dass ich jetzt noch ein bisschen Platz für Konter kriegen werde. Da ist es mir lieber, ich habe jemanden wie Alexic vorn. Ich weiß nicht, aber ich nehme mal an, dass der schneller ist als Markianok. Alexic behält den Ball noch immer. Schöne Übersicht. Schön gespielt, wow. Die spielen das gerade richtig stark. Oh. Wunderbarer Spielzug. Ich weiß nicht, was mit den Jungs passiert ist. Aber das ist richtig genial. Janis Zafer. Auch die anderen Noten bitte. 8,3 Martin Angar. Innenverteidigung 7,6, 7,7. Facchinetti 8,4. Heftig. 4-1. Da sagen wir natürlich leidenschaftlich, sind auch fast alle begeistert. Und damit sind wir auf Platz 3. Das heißt, wir haben jetzt noch ja, ein Spiel weniger als die anderen Teams alle. Das heißt, da könnte sich theoretisch noch was tun. Die Young Boys könnten uns noch überholen, ja. Aber ganz egal. Auf sowas schauen wir jetzt von Anfang an eigentlich eh noch nicht.
Das wird dann erst später in der Saison interessant. Und Tafer müssen wir jetzt auch unbedingt loben nach dem gestrigen Spiel. Da geht's. Keine Ahnung. Habe ich gerade übersehen wahrscheinlich. Leistung im letzten Spiel loben. Sehr gut. Also er hat sich auf jeden Fall verdient. Und was ich eben gemacht habe, was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist dieser Box-to-Box anzustellen. Kamuwaka ist jetzt zwar leider gesperrt, aber ich denke, das wird auch jemand anders hinbekommen. Wer, weiß ich noch nicht. Gibt es noch ein paar Alternativen. Aber richtig cool. Nächste Partie dann, nächster Part gegen den FC Basel. Bis dann.